Moin moin und willkommen zurück bei Real Solar System. Auf dem Weg zum Mars machen wir erste kleine Baby-Steps in diese Richtung und es gibt neue Verträge, denn wir haben ja auch ein bisschen Prestige gesammelt. Und zwar gibt es hier die Schallmauer zu durchbrechen mit einer Crew dran. Da müssen wir uns mal irgendwann dieses Crew-Dingsbums holen. Also deshalb ist Supersonic Flight halt auch nicht völlig uninteressant. Guck mal, was das an Kohle gibt. Sollten wir vielleicht dann danach nochmal erforschen. First Artificial Satellite ist noch ein bisschen früh. Da müssen wir erstmal die orbitale Forschungsgeschichte vorwärts bringen, damit wir auch wirklich was machen können. Und was aber interessant für uns ist, ist die Sounding Rocket Low. Wir müssen eine Sounding Rocket auf 55 Kilometer schießen. Und die Sounding Rocket Medium, da müssen wir sie auf 340 Kilometer schießen. Das ist, glaube ich, eine bisschen größere Herausforderung. Wir nehmen sie aber beide mal an, denn sie bringen uns zum einen ein bisschen Kohle und wir wollen eh mit Sounding Rockets ins Weltall raus, um eben Science-Punkte zu sammeln. So, damit haben wir jetzt einiges aktiv und hier gibt es auch noch ein paar Uncrewed Records. Das heißt, wir rekonzeptionieren jetzt mal das Thema Sounding Rocket und müssen das Ding halt einfach größer machen. Wir müssen schneller, weiter, schöner fliegen und ja, dafür gäbe es, glaube ich, eine ganz einfache Möglichkeit, ist zumindest mal meine Unterstellung. Und diese Unterstellung wäre, dass wir einfach sagen, wir machen das Ding fetter. Klingt jetzt irgendwie fies. Ist es aber gar nicht. Oh, jetzt ist irgendwie der... Nee, der Motor klebt da dran. Sehr schön. Den brauchen wir schon noch irgendwie. So. Wir haben jetzt 1,46er Thrust-Weight-Ratio. Das heißt, man kann prinzipiell sowieso noch ein bisschen was hier rausklatschen. Und wir können vor allen Dingen mal das Ding hier abnehmen, diese blöde Batterie. Dann wird es wahrscheinlich auch nochmal, naja, nicht so wirklich viel besser. Aber da überlegen wir uns was anderes für. So, wir haben jetzt diese Sounding Rocket. Soweit cool. Jetzt können wir aber einfach dafür sorgen, dass wir sagen, wir machen da einen Cone draus und ziehen den mal in die Länge. Also wir machen es jetzt spitz zulaufend schon mal und an der Spitze natürlich so breit wie unsere Dings und unten haben wir sie dann eben auf dieser Breite. So, jetzt nehmen wir nochmal, also auf der Breite mit einem Meter. Jetzt nehmen wir unsere Basic Fins einmal runter und setzen die wieder an. Und zwar so ein bisschen weiter hinten. So, und jetzt haben wir natürlich viel zu wenig Thrust-Weight-Ratio. Wir haben jetzt 0,2 Thrust-Weight. Aber es sagt ja gar keiner, dass wir nur ein Triebwerk benutzen dürfen. Und die Dinger kosten de facto nicht viel. 10 verdammte Credits. Also nehmen wir jetzt einfach viele, viele von den Dingern. Genau genommen nehmen wir davon erstmal 6, denn wenn ich 0,2 mal 6 nehme, bin ich bei einer Thrust-Weight-Ratio höher als 1 und das sind genau genommen 1,16. So, und jetzt können wir eigentlich das Ding hier einfach nehmen und daran nehmen. Wir müssen jetzt nur mal kurz die Nupsis wieder wegnehmen, weil das ist ein bisschen viel des Guten. So, und jetzt haben wir natürlich hier noch ein bisschen aufzudrehen, weil wir wollen eine ordentliche Geschwindigkeit erreichen. So. Die sollten alle angepasst sein, jawohl. Gut, und damit haben wir jetzt eigentlich eine echt übertrieben große Sounding Rocket. Und auf die packen wir jetzt vorne noch irgendwie ein Fairing drauf. Jetzt müssen wir mal gucken. Nose Cone Procedural, das ist auch okay. Also wir nehmen einfach die Nose Cone, die ist billig zu haben. Und machen die ein bisschen schmaler. Und machen sie vielleicht einfach auch mal ein bisschen länger. Naja, vielleicht nicht so lang. Ein Meter ist okay. Und dann machen wir vielleicht noch irgendwas farblich Hübsches. Blau. Sieht gut aus. So. Die theoretische Unterstellung ist jetzt, dass das Ding hier quasi durch Rotation ein bisschen was schafft. Und jetzt würden wir da noch die Teile hier ranbasteln. Machen wir mal einen so. Und einen so. Und jetzt möchte ich noch eine ganz kleine Kleinigkeit ändern. Nämlich, wenn wir mal da rausgucken, da hinten geht es Richtung Osten, also Richtung Meer. Und ich werde jetzt das Ding hier mal rotieren. Also, ich meine, die Rakete... Oh, 404, Rakete Not Found. Also, das ist die Not Found Sounding Rocket. Wir rotieren diese Rakete jetzt mini... Ja, soviel zum Thema minimal. Okay, das müssen wir mal vielleicht aus einer anderen Perspektive machen.
wir rotieren diese Rakete minimal in Richtung Osten, sodass sie halt ihren Aufstieg leicht angekippt beginnt, mit der Unterstellung, dass sie eigentlich dann nach und nach kippen müsste. Das ist, wie gesagt, eine Unterstellung. Ich hoffe, dass sie das auch wirklich tut. Und dann werden wir mal sehen. Jetzt müssen wir nur noch einmal gucken. Hier ist auch das richtige, der richtige Sprit drin. Wir pumpen das Ding jetzt auch bis zum Rand voll, damit wir wirklich maximale Treibstoffausnutzung haben. Also wir hatten jetzt eben nur eine 96% Nutzung. Bauen uns dann das Staging sauber zurecht, sodass das klappt. Und geben die Sounding Rocket 2 in Auftrag. Die hat jetzt 4700 Delta V, das heißt, da müsste einiges mehr gehen. Und ich hoffe mal, dass wir mit der die Möglichkeit haben, ein bisschen höher hinaufzusteigen. So, ich schmeiße das wieder in den Bau und übergebe an die Nachmoderation. Und viel Spaß mit der Rakete. Ich hoffe, wir kommen weit und hoch und können ein bisschen was erforschen. Bis dann. Was mein altes Ich jetzt leider nicht bedacht hat, als es den ganzen Treibstoff in den Tank gefüllt hat, ist, dass so Treibstoff natürlich auch was wiegt und sich dadurch die Thrust-Weight-Ratio vor allen Dingen in der zweiten Stage ändert. Wie ihr jetzt seht, geht die Surface-Geschwindigkeit erstmal runter. Und was verursacht das? Dadurch, dass wir nicht genug Vorwärtsantrieb haben, sondern einen kurzen Moment lang langsamer werden, ist es einfach so, dass der Drag, der hinten auf den Flossen die Rakete stabil halten soll und nach oben ausgerichtet halten soll, natürlich nicht mehr vorhanden ist und uns die Rakete sehr, sehr schnell nach unten abkippt und sich dann mit stetiger Beschleunigung in den Ozean rammt. Von daher war das jetzt erstmal nicht so ein Erfolg. Mal gucken, ob ich drauf komme. So, nicht der größte Erfolg, den wir jemals hatten. Was ist passiert? Ich vermute mal ganz stark, dadurch, dass wir den Treibstoff noch nachgefüllt haben, sind die Triebwerke ein bisschen überlastet gewesen und wir haben am Anfang keine Geschwindigkeit dazu genommen. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder so ein bisschen mit der Treibstoffnutzung zurück, denn das hier hat uns definitiv kein Glück gebracht. Und ich würde sagen, wir nehmen die mal so auf 80% runter, damit wir am Anfang ein bisschen mehr Schub haben und probieren es damit nochmal. Und wenn es das nicht war, war es ein anderer schwerer Fehler und dann muss ich mich tatsächlich neu ans Reißbrett setzen. Echte Rocket Science, ha? Na, das war eine Fehleranalyse, schon gar nicht schlecht. Und wie ihr seht, jetzt wo die Rakete etwas schneller startet, ist sie auch schon deutlich stabiler. Trotzdem ist relativ schnell erkennbar, dass wir zu schnell diesen Gravity-Check haben. Woran es jetzt liegt, ich würde mal vermuten, der Anstellwinkel ist ein bisschen zu steil, die Geschwindigkeit zu niedrig und wir sind vor allen Dingen auch nicht kopflastig genug. Das heißt, unser Hintern will weiter nach vorne, denn wir haben vorne natürlich kein nennenswertes Gewicht auf der Rakete. Von daher vermute ich mal, dass das so nicht funktionieren wird, mit so einer Sounding Rocket einen schönen Gravity Turn selber zu fliegen, sondern die Gravitation zieht einfach zu stark an der kleinen Rakete und reißt sie uns direkt wieder in den Ozean runter. Trotzdem gab es ein bisschen Science in dem Flug und deshalb war er schon mal nicht ganz umsonst. Und das Schöne ist ja, die Raketen kosten quasi nichts, also können wir es direkt nochmal probieren. Und jetzt gibt es erstmal eine Wasserlandung. Snap! Okay, also der ungesteuerte Gravity Turn funktioniert noch nicht so wie gedacht. Wahrscheinlich... Ja, warum wahrscheinlich? Wahrscheinlich, weil... Ich weiß es nicht, weil sie zu hart angestellt ist. Ich werde sie jetzt mal wieder ein bisschen korrigieren. So müsste sie halbwegs nach oben zeigen mit so einem ganz leichten... Nee, jetzt hat sie gar keinen Spin mehr. Ganz leichten Flip in Richtung Osten. So. Jetzt ist sie wirklich minimal geneigt, um einfach wieder Höhe zu gehen, denn wir wollen ja wirklich in die Höhe kommen und uns damit auch stabil halten. Und vielleicht müssen wir da auch einfach mal... Also die Drehstabilisation hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht nehmen wir einfach mal ein bisschen was Größeres, um ein bisschen mehr Drag nach hinten zu erzeugen, weil die Rakete ist ja jetzt auch deutlich größer. Nee, nicht 6 Stück, 3 hätten uns gereicht. So. Und probieren es mal damit ein bisschen auszugleichen. So. Nehmen wir die. Und rotieren die einen winzigen Tick zur Seite.
um wieder unseren Drehmoment zu bekommen. So. Und damit müsste die jetzt eigentlich relativ straight nach oben gehen, mit einer leichten Rotation und einer ganz leichten Ausrichtung nach Osten. Und ich würde sagen, noch haben wir Zeit für diese Folge und noch läuft unsere Forschung eh, also können wir weiter für wenig und kleines Geld mit Sounding Rockets rumspielen. Von daher, Feuer frei. Man muss der Fairness halber natürlich auch sagen, dass die echten Sounding Rockets lange Startrampen hatten, von denen sie gestartet sind und natürlich von Profis gebaut worden sind und nicht von mir. Das sind zwei doch recht elementare Bestandteile, die die Produktion damals besser gemacht haben. Und man muss auch noch der Fairness halber dazu sagen, dass die erste Sounding Rocket, also die erste Aerobee zum Beispiel, hat eine Höhe von knapp 58 Kilometern erreicht. Von daher bin ich eigentlich insgesamt ganz gut mit den Dingern unterwegs und muss jetzt halt ein bisschen experimentieren. Und die höchste Aerobee war übrigens dann die Aerobee 350, die ist mit einer Nutzlast von immerhin 227 Kilogramm auf eine Gipfelhöhe von 450 Kilometer, nicht 470, 450 Kilometer geschafft hat. So, wie wir hier sehen, haben auch die großen Flossen nicht das Ergebnis gebracht, was ich mir so vorgestellt hatte. Es ist besser geworden, aber sie dreht einfach noch zu schnell und ich denke, dass es nutzlastbedingt, dass wir einfach noch nicht wie eine richtige Rakete vorne eine schwere Stufe drauf haben, die eben uns in die richtige Richtung bringt. Von daher machen wir hier mal die Range Safety, sprengen die Rakete und ich setze mich ran und baue was Neues. Und zwar mache ich was, das müsste eigentlich auch für die Höhenmessraketen okay gewesen sein, weil es gab auch dreistufige Höhenmessraketen und entscheide mich jetzt einfach eine weitere Stufe zu bauen. Und zwar aber auch ohne Instrumente erstmal, weil auch diese Instrumente natürlich im Wind ein großes Problem erzeugen und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Rakete sehr schnell werden wird. Was wir bauen, ist eine obere Stufe, das wird die letzte Stufe, die wird relativ kurz gehalten, damit sie einfach nicht viel Gewicht hat und wir nicht viel tote Last nach oben tragen, was aber gleichzeitig eben auch diesen Effekt erzeugt, dass wir vorne an der Spitze der Rakete ein Totgewicht haben, was erst zum Schluss verbraucht wird und somit die Rakete eigentlich auf Kurs halten sollte, sodass sie sehr stabil nach oben geht. Dann kommt eine ähnlich breite zweite große Stufe, die nehme ich jetzt als Zylinder einfach deswegen, also nicht aus irgendwelchen aerodynamischen Gründen, sondern weil ich unten mehr Triebwerke ranbekommen muss. Ich brauche viel Sprit und ich brauche viel Schub, um die Rakete nach oben zu bringen und dafür nehme ich mir eben am Ende des Tages 6 Aerobee-Triebwerke, um das ganze Teil ordentlich nach vorne zu treiben. Farblich muss es natürlich angepasst werden, um Himmels Willen. Wir können hier nicht irgendwo hinkommen und solche Dinge nicht tun. Und wie ihr seht, haben wir jetzt eine Thrust-Weight-Ratio von 2,85 mit der befüllten Oberstufe. Das ist vollkommen okay, um einen guten Aufstieg zu machen. Das heißt, wir werden damit fliegen können. Und jetzt kommen zu guter Letzt dann natürlich noch die Tiny Tim Booster ran, auch 6 Stück, die uns im ersten Schwung 36 Thrust Weight geben. Dafür kann man sie ein bisschen runterregeln und somit ungefähr 5,6 Thrust Weight Ratio, jetzt sind es 5,15, geben die uns einen guten ersten Kick raus in Richtung Himmel, sodass wir anfangen zu drehen. So, jetzt habe ich mal kurz eine Simulation angeschmissen, einfach um sicherzugehen, dass das auch so funktioniert. Beziehungsweise nein, ich habe noch Startdinger angebaut, um starten zu können. Und diesmal habe ich die Rakete tatsächlich simuliert, einfach um Zeit zu sparen. Und habe dann festgestellt, so, ah, ja, vielleicht baust du noch ein paar Flossen an. Habe sie diesmal nicht mal 3, sondern mal 4 genommen, um einfach Drag zu erzeugen am Ende der Rakete. Und wieder diese leichte Drehung reinzubekommen. Und 4 sind halt gleichmäßiger verteilt. Ich hatte die Hoffnung, dass mit 4 einfach der Drehmoment oder die Rakete stabiler bleibt. So, das Ganze ist dann nochmal eine kurze Simulation gegangen. Und nachdem ich mit der Simulation zufrieden war, ist hier der echte Start. Und der echte Start sagt, wir kommen kurz ins Wanken beim Koppeln. Aber Gott sei Dank hat die Rakete in dem Moment schon so viel Geschwindigkeit drauf. Also ihr müsst mal gucken, wir sind jetzt schon bei 400 Metern pro Sekunde und wir sind noch nicht mal auf 10 Kilometer. Dass sie sich sofort stabilisiert. Hier sind die ganzen Ergebnisse von der Simulation. Die habe ich jetzt mal gelöscht. Das hatte noch nichts mit dem echten Flug zu tun. Man bekommt leider die Ergebnisse rein, wenn man simuliert. Und das war aber ganz gut. Und wir haben jetzt mit der ersten Stufe immer noch Schub dahinter. Und wir sind schon, wenn ihr mal oben links guckt, bei einer Apoapsishöhe von über 200 Kilometern. Und jetzt haben wir die obere Stufe abgetrennt, die jetzt zwar ein bisschen eiert, aber sich bis hierhin unglaublich stabil gehalten hat. Wir sind bei über 2000 Meter pro Sekunde. Also wir haben jetzt haufenweise Rekorde natürlich auch eingeheimst. Und wir pumpen uns weiter hoch und es sieht richtig gut aus. Und jetzt, ich sagte es ja vorhin, die Aerobee 350 hat eine Rekordhöhe von 450 Kilometern gehabt.
Okay, man muss der Fairness aber sagen, wir haben jetzt keine Nutzlast mit dabei. Also wir haben jetzt nichts mitgenommen, was was wiegt. Das müssen wir nochmal testen. Aber wir haben es jetzt auf sage und schreibe 748 Kilometer geschafft, was gigantisch ist für eine Sounding Rocket, dafür, dass sie komplett ungesteuert war. Und das heimst uns natürlich so ziemlich jeden Uncrewed-Record rein, der nichts mit einem Orbit zu tun hat, was super cool ist. Wir haben jetzt natürlich nur die Telemetriedaten, die geben aber auch ein bisschen Forschungspunkte. Und ich bin ganz zufrieden damit, die Entscheidung getroffen zu haben, dass wir die Instrumente erstmal nicht mitgenommen haben, weil die hätten die Rakete natürlich weniger aerodynamisch gemacht und wir waren sehr schnell. Ich möchte gar nicht wissen, was passiert wäre. So hat es auf jeden Fall funktioniert. Bis ins hohe Weltall sind wir damit allerdings immer noch nicht gekommen. Und um das jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, 748 Kilometer und dann ist das Ding auch wieder runtergefallen, aber das müssen wir uns jetzt nicht im Detail angucken, sondern wir machen mal dort weiter, wo wir aufgehört haben, unten am Boden der Tatsachen, und beschäftigen uns damit, wie es eigentlich weitergehen soll in unserer kleinen, lustigen Real Solar System Serie. So, nachdem wir jetzt mit unserer Sounding Rocket die Verträge erledigt haben, stehen wir eigentlich finanziell schon mal ganz gut da. Wir haben auch ordentlich Reputation und sogar ein bisschen Science-Punkte. Und ich habe jetzt mal die Überlegung getroffen, dass wir den Supersonic Flight noch erforschen, denn wir gehen jetzt langsam aus dem Bereich Uncrewed-Verträge raus. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben, was die Rekorde angeht, jetzt ganz viele Dinge, die crewed sind. Crewed Count Record of One Crew, also wir müssen mit einer Crew fliegen. Dafür kriegen wir 50.000 Altitude Record, oh, von 5 Kilometern gibt es nochmal 575, okay. Duration Record, ein Tag unterwegs sein, gibt 40.000 Körbeldollar. Wir haben einen Speed Record von 350 aufzustellen, der ist nochmal. Und dann haben wir Uncrewed noch die 500 Kilometer und einen Speed Record von 5.000 Metern pro Sekunde. Die können wir später mal brechen, wenn wir den ersten Satelliten hochschicken. Aber im Moment sieht es so aus, als ob wir Crewed sehr viel abstauben können und es gibt auch noch Verträge mit dazu. Wie gesagt, First Artificial Satellite, den halte ich noch zurück, auch wenn da jetzt steht Expired. Ich nehme an, dass es hoffentlich einen neuen geben wird, weil ich möchte es nicht riskieren. Wir müssen noch einiges erforschen für die Early Orbital Dingsbums Geschichten und das hält halt 2 Jahre, der Vertrag, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es schaffen. Oder sollen wir ihn sicherheitshalber annehmen, bevor er verschwindet? Er ist halt finanziell interessant, ne? Ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal Break the Sound Barrier an und Explain Slow. Break the Sound Barrier und Explain Slow sind 2 Verträge für Flugzeuge. Und zwar bei Explain Slow müssen wir zwischen 4225 und 5222 Metern mit einem bemannten Flugzeug fliegen. Das soll neu gestartet sein, da muss ein Körbel drauf sein. Wir müssen innerhalb von 3 Minuten diese Höhe erreichen, wenn ich es richtig verstehe. Oder 3 Minuten diese Höhe halten, das werden wir dann sehen. Und dann wieder auf der Erde landen oder einen Splashdown machen. So, das sieht schon mal ganz vielversprechend aus, dass das klappen könnte. Und das würde ich gerne kombinieren im Flug mit Break the Sound Barrier. Das heißt, wir müssen mit einem bemannten Flugzeug oder Fluggerät die Schallmauer durchbrechen. Dafür müssen wir über 350 Meter pro Sekunde fliegen. Und das müssen wir für 1 Minute halten. So. Hier steht es auch, also es scheint halten zu sein. Da müssen wir die Höhe also 3 Minuten halten. Also mit einem bemannten Flugzeug ein neues Flugzeug starten. Ein Körbel muss drin sitzen. Wir müssen auf der Erde sein. Es muss fliegend sein. Es muss schneller als 350 Meter pro Sekunde sein. Und es muss diese Geschwindigkeit für über 1 Minute halten. Und dann wir landen. Und das gibt auch richtig Asche. Und deshalb wollen wir das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich gehe jetzt einfach das Risiko ein, das setzt uns auch ein bisschen unter Druck und zeigt euch auch, wo die Reise hingeht. Ich nehme den First Artificial Satellite an. Damit haben wir natürlich ordentlich Kohle, die wir investieren können, und die investiere ich jetzt mal massiv in Forschung. Und zwar gehe ich jetzt hier in die Update-Geschichte rein und wir haben 248.000. Investiere jetzt mal auf jeden Fall 50.000 in Research and Development. Oh, so. Achso, ja, Punkte haben wir natürlich. Jetzt haben wir die Punkte und jetzt investieren wir sie. Zack, 14, 15,
Und machen jetzt schon pro Jahr 21,5 Science-Punkte. Das wird relativ wichtig, damit wir das noch hinbekommen. Und was wir jetzt machen, wir ziehen jetzt den Supersonic Flight nach oben. Der ist in 16 Tagen fertig. Oh, wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen mehr investieren einfach. Sonst wird das zu langsam. So. Lass mal gucken. Wir kaufen uns mal nochmal. Jetzt lassen wir uns kurz rechnen. Also, wir haben jetzt hier einen Science-Punkt. Und wir müssen Early Orbital Rocketry 10 Science-Punkte. Und wir haben 2 Jahre Zeit. Early Construction ist auch noch unterwegs. Das heißt, jetzt würde in unserem jetzigen Ausbaustand, entschuldigt, mit knapp 20 Science-Punkten würde es uns ein halbes Jahr kosten. Ein halbes Jahr kosten. Nicht ganz ein halbes Jahr kosten, um die Early Orbital Rocketry zu erforschen. Ich nehme noch ein bisschen was raus. Und zwar gehen wir jetzt hier mal auf 150.000 runter. Wir haben ja noch ein bisschen was zu verdienen. Investieren die hier noch auf jeden Fall in den Science Part. Das beschleunigt dann unsere Sachen doch relativ gut. Das heißt, in 13 Tagen haben wir den Supersonic Flight. Und in 41 Tagen haben wir dann, also 41 Forschungstagen, haben wir dann die Early Construction. Und dann können wir eigentlich die Orbital Rocketry schon reinschmeißen. Ne? Wir haben 10 Forschungspunkte. Und einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir so zeitig wie möglich damit arbeiten können. Denn wir müssen den Vertrag erfüllen. Gucken wir, dass wir das auch an die richtige Reihenfolge bringen. Early Orbital Rocketry. 132 Forschungstage. Genau, und vorher gucken wir, ob wir eventuell noch mit irgendeinem kleinen Nebenprojekt, also ich Geld verdienen kann. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder in so knapp 13 Tagen plus ein paar Stunden, wenn wir anfangen, das erste Überschallflugzeug zu bauen. In der nächsten Folge von Real Solar System. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.